Hallo meine lieben Make-up-Lovers und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute würde ich mit euch gerne ein Augen-Make-up schminken und zwar mit einer Palette, auf die ich mich schon so gefreut habe. Es ist die Jeffree Star Bloodlust Palette. Ich habe sie gleich am nächsten Tag, wo sie gelauncht wurde, bestellt und sie ist gut bei mir angekommen. Ich habe auch schon einige Looks auf meinem Instagram-Profil damit geschminkt. Auf jeden Fall kommt die Palette genau so in so einem Karton, was ich mega, mega gut finde, weil, und das zeige ich euch jetzt, wenn wir das Ganze öffnen, habt ihr ja hier das Jeffree Star Logo und hier drinnen liegt die Palette. Und zwar mega gut geschützt in diesem Karton. An jeder Ecke ist so ein Bumper, das heißt die Palette ist absolut unversehrt bei mir angekommen. Und da freue ich mich natürlich riesig drüber, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sich so eine wirklich teure Palette kauft und auf die man länger wartet und dann ist die kaputt, wenn sie ankommt. Aus diesem Grund großes, großes Kompliment an Jeffree Star Cosmetics für diese Verpackung. Echt mega gut. Und da kommen wir auch schon zu dem Schätzchen. Es ist Velvet, also Samt, veganer Samt. Hier hinten habt ihr nochmal das Logo und wo die Palette herkommt, wo das Ganze hergestellt wurde. Sie ist mega heavy. Der Moment, wo man eine neue Lidschattenpalette öffnet und dann aber auch noch so eine besondere. Ich meine, das ist ja keine normale Lidschattenpalette. Das ist ja irre. Hier der goldene Knopf. Wir öffnen sie mal zusammen. Und das sind die Farben. Das ist kein First Impression, ich habe schon reingetauscht in die Palette und ja, deswegen schaut sie auch schon so gebraucht aus, aber das ist ganz gut so, weil die Palette habe ich mir aus dem Grund bestellt, weil ich gesagt habe, ich möchte ein bisschen wieder kreativ sein und meine Kreativität für Looks schöpfe ich aus guten Paletten. Wenn ich mir eine neue Palette kaufe, dann komme ich auch wieder drauf, neue Looks zu schminken und habe halt einfach wieder Lust, ein bisschen was auszuprobieren. Und aus dem Grund werden wir heute auch der Kreativität freien Lauf lassen und ich werde einfach zwei verschiedene Augen-Make-ups schminken und ihr könnt mir dann zum Schluss in den Kommentaren sagen, welcher Look euch gut gefällt oder was ihr generell von der Palette hält. Und ich finde, wir starten einfach mal los. Mein Augenlid bereite ich mit der Urban Decay Primer Potion vor. Bevor ihr jetzt fragt, Vicky, was für Pinsel verwendest du für deine Augen-Make-ups? Ich verlinke euch sehr gerne ein Pinselvideo hier und verlinke euch auch unten meine Lieblingspinselsets, die ich sehr, sehr gerne verwende. Unter anderem ist da ein sehr, sehr günstiges von Amazon dabei. Meine Pinsel sind wirklich nicht teuer, also so im Durchschnitt, weil da ist Lamora dabei, da ist BH Cosmetics dabei, da ist NYX dabei. Also es gibt sehr, sehr viele auch günstigere Varianten bei Blenderpinseln und generell Augen-Make-up-Pinseln. Ich starte auf jeden Fall mal mit diesem wunderschönen Ton hier. Das ist so ein Duochrome-Effekt. Die Farbe heißt Beauty Sleep. Das ist so Rosé. Dann shiftet es mal nach Gold. Ganz, ganz interessante Farbe. Und die verwende ich gerne hier als mein Augenbrauen-Highlight. Setz mir das auch gleich hier innen rein. Jetzt nehme ich mir einen Blenderpinsel, das ist der Lamora 112er und dieses ganz helle Lila, die Farbe heißt Deviant oder Deviant. Und damit kreiere ich mal langsam den Schatten und die Form, wo dieses Make-up hingehen soll. Das ist meine allererste Jeffree Star Palette und ich habe schon sehr, sehr viel über Jeffree Paletten gehört und über die Lidschatten. Und ich hatte natürlich eine sehr, sehr hohe Erwartung, logischerweise, die schon mal grundsätzlich, sage ich mal, erfüllt wurde, definitiv, weil so ungewöhnliche Farben habe ich eigentlich in keiner Palette gesehen. Blende die Farbe dann auch gerne gleich hier unten, weil ich ganz genau weiß, dass ich dieses helle Lila auch hier im unteren Augenlid nachher haben möchte. Dann nehme ich mir als nächstes nochmal einen flachen Blenderpinsel und zwar ist das der Soeva 221 und damit gehe ich in die Farbe Royal Pain. Das ist so eine richtige Fleischfarbe, ein bisschen in Rosé, geht aber auch ein bisschen ins Orange und damit gehe ich so über die Kante, nicht über das komplette Lila, aber so ein bisschen an dem Übergang zu dem Highlight. In
Ich glaube, ich verwende mal die Farbe Take the Crown. Das ist dieses Lila, ja, ist ein extrem schimmerndes Lila und das nehme ich einfach mit meinem Ringfinger auf. Und wenn ich reingehe in den Lidschatten, merke ich schon, wie das so ein bisschen buttrig ist. Oh, zieh mir das, wow, so aufs bewegliche Augenlid. Das ist wirklich eine coole Farbe. Dann nehme ich mir ein bisschen einen detaillierteren Blenderpinsel. Das ist der La Mora 110. Und gehe hier mal in die Farbe Blood Queen. Das ist so ein Magenta, würde ich sagen. Und damit definiere ich jetzt ein bisschen meine Lidfalte, was mir auch hilft. Oder was euch auch hilft, wenn ihr so ein leichtes Schlupflid habt. Dass nämlich diese dunklen Farben ein bisschen über die Lidfalte geblendet werden. Aber nicht zu hoch, dass man dann in die vorherigen Farben reinkommt. Um so ein bisschen Tiefe zu machen. Und wenn ich mit der Spitze des Blenderpinsels hingesetzt habe, wo ich die Farbe haben möchte, nehme ich gerne so die Fläche und arbeite so ein bisschen hinauf, dass sich die Farben miteinander schön verblenden. Das ist so ein Trick, da muss man immer ganz genau wissen, welchen Pinsel man gerade verwendet. Und gerade mit diesen Tapered nennt man das, wenn die so ein bisschen spitzer zulaufen, verwende ich die Spitze zum Farbe aufbringen und die Seite gerne zum Verblenden, weil es doch kleiner ist als ein klassischer Blenderpinsel. Setze mir die Farbe auch hier relativ knapp zum Wimpernkranz auch hin und konzentriere mich da aber eher aufs äußere Drittel. Jetzt nehme ich mir einen NYX Blender und die Farbe Dungeon, das ist ein richtig tiefer, dunkler Violettton und den tupfe ich jetzt hier außen auf. Okay, bei dem ist es jetzt mal wirklich schwierig, da noch was drauf zu packen, weil ich ja schon genug Lidschatten sitzen habe. Aber es geht, man kann es so ein bisschen aufbauen. Übrigens, falls ihr das noch nicht wusstet, lila und Violetttöne sind so die schwierigsten Lidschattenformulierungen, die man nur machen kann. Also da ist es, da müssen echte Profis her, damit lila auch lila ausschaut am Auge. Dann nehme ich mir einen kleineren detaillierten Pinsel und gehe in die Farbe Pink Magic. Die, wie man vielleicht an der Palette sieht, hat extrem stark gebröselt. Also die ist echt so eine Bröselfarbe. Die fliegt in der kompletten Palette herum. Nicht reingehen und wie bei Wassermalfarben so herumgeben, sondern wirklich einmal reintupfen und aufnehmen. Und das setze ich jetzt hier so ganz innen hin. Und für hier unten schattiere ich dann nochmal ein bisschen was von Blood Queen. Jetzt tusche ich noch schnell meine Wimpern nochmal drüber und da passt er ganz gut von der Farbe her, vom Thema, von Maybelline The Falsies Lash Lift Mascara. Die habe ich jetzt seit neuestem häufig im Gebrauch, weil es da auch eine braune davon gibt. Und die Mascara mag ich wirklich, wirklich gerne. Ist auch ein Dupe, wenn du mich fragst, zu Better Than Sex von Too Faced. Jetzt versuche ich nochmal näher hinzukommen, dass ihr sehen könnt, ich habe hier schon eine Menge Fallout. Es ist jetzt nicht so tragisch, aber man kann es schon sehen. So, dann werden wir mal auf dem Auge noch ein bisschen mehr Gas geben mit den heftigen Farben in der Palette, würde ich jetzt mal sagen. Strangers Highlight, die Farbe Your Majesty. Das ist wie so ein bisschen ein Mintgrün, habe ich das Gefühl. Oh, die staubt aber ordentlich. Es geht aber richtig viel Produkt drauf. Also pressen, nicht wischen, dann staubt man nicht so viel. Ja, das ist so ein bisschen ein mintiges Weiß. Interessante Farbe, cool. Dann verwenden wir mal die Farbe Monarchy. Ganz, ganz interessant. Ist echt so eine Zwischenfarbe, die man brauchen kann vielleicht. Transition-Farbe, also so eine Übergangsfarbe am Augenlid, damit man dann andere Farben drüber blenden kann. Also ihr seht, das macht nur so einen leichten Schatten und schaut ein bisschen aus wie meine Hautfarbe, aber anders. Und was ich auch weiß, ist, dass ich mit dem Look so ein bisschen da raus will. Eher so Cat-Eye-mäßig. Als nächstes nehme ich mir wieder diesen Tapered, diesen kleinen Blender 110 von La Mora. Ich würde jetzt sagen, wieder Blood Queen. Und jetzt kann man schon sehen, ich mappe damit die Form aus, die ich haben möchte. Hier gehe ich so ein bisschen spitzer, die Verlängerung von meinem Auge quasi.
Damit ich ein bisschen mehr Anhaltspunkt habe, möchte ich jetzt schon die Lidfarbe auftragen. Und da verwende ich auf jeden Fall Sworn Enemy. Das ist diese auch sehr fliegende Lidschatten. Sehr, sehr wie Butter mit Krümeln drin. Da nehmen wir lieber den Finger. Also ich muss sagen, die Farbe habe ich jetzt schon zweimal getragen. Und sie ist definitiv anders, also sie performt anders am Augenlid, als sie im Pfännchen aussieht. Weil da hätte ich mir gedacht, das schimmert viel, viel mehr, weil es ist irgendwie so stumpf. Wisst ihr, was ich meine? Aber ganz egal, wir gehen jetzt in die Farbe Vile Serpent. Das ist dieses Türkis hier, crazy Farbe. Und dann nehme ich wieder NYX Professional Make-up, den Nummer 16er Pinsel. Und da gehe ich ordentlich rein. Nimm mal richtig Produkt auf. Wieder außen ansetzen, den Lidschatten hinsetzen, hinsetzen, hinsetzen und dann langsam beginnen zu blenden. Türkis ist auch eine sehr, sehr schwierige Farbe, wenn ihr mich fragt. Wow, das bröselt. Mit der Farbe muss man wirklich aufpassen, weil die wird so ein bisschen... Die setzt sich so ein bisschen ab, also es ist ein bisschen schwierig mit der zu arbeiten. Und von der Pinselführung her versuche ich den Blenderpinsel so zu halten, dass die Borsten zu mir zeigen und nicht weg von mir, damit ich nichts von diesem Türkis irgendwo hinstaube und dann noch irgendwo so Flecken habe. Ich fordere mich in letzter Zeit oder in den letzten Jahren viel zu selten heraus, weil ich diese bunten Looks eh schon Jahrzehnte zuvor getragen habe. Aber ich finde gerade, wenn man sich eine neue Palette kauft, so wie die jetzt von Jeffree Star, dann muss man mal wieder Gas geben und ist mal wieder ein bisschen belebt, beschwingt, kreativ, da was zu tun. Für die Kanten von dem grünen Lidschatten möchte ich nochmal ein Lila verwenden, dass sich das so ein bisschen miteinander verbindet. Und dann nehme ich wieder Vivid Mood. Diesmal auf den Soft Blender 113 von L'Amour, weil der sehr, sehr fluffig ist. Und ich damit ganz wenig Produkt nur so über die Kante stauben kann. Okay. In den inneren Augenwinkel setze ich a Wet Jewel. Das ist eigentlich, wenn ihr mich fragt, die schönste Farbe aus der ganzen Palette. Das ist so ein schönes Highlight, Pinky. Oh, ich liebe die Farbe. Für mein unteres Augenlid verwende ich dieses Rot, das ist Bleeding Heart. Wow! Und was habe ich eigentlich noch nicht verwendet? Ich habe schon fast alles verwendet. Ich nehme jetzt wirklich mal das Schwarz. Schaut euch mal dieses Schwarz an. Die Farbe heißt Executioner. Ah. Also dieses Reflex ist grün und pink. Und damit dunkle ich jetzt hier nochmal die Lidfalte hier oben ab. Oh. Da muss man aufpassen, wenn man reingeht. Also die Farben hatten jetzt sehr, sehr, sehr viel Fallout, muss ich schon dazu sagen. Soweit, so gut. Ich hoffe, dieser kleine kreative Beitrag zu der Jeffree Star Bloodlust Palette hat euch gut gefallen. Wenn ja, dann gebt doch bitte diesem Video einen Daumen nach oben und schreibt mir gerne einen Kommentar. Ich hoffe natürlich, wir sehen uns beim nächsten Video und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe.